auf der Intensivstation 13B1 im Universitätsklinikum AKH Wien werden Patientinnen und Patienten unmittelbar nach einem chirurgischen Eingriff von einem erfahrenen und speziell ausgebildeten Team versorgt. Durch drei Klebeetiketten und drei Kabel werden Vitalfunktionen wie Atmung und Herzfrequenz und über einen Fingersensor der Sauerstoffwert im Blut ständig beobachtet. Über einen Arterienzugang oder eine Blutdruckmanschette an der Hand wird der Blutdruck gemessen. Auch die Blutabnahme kann über den Arterienzugang erfolgen. Wenn bei einer Patientin oder einem Patienten ein Vitalparameter abweicht, wird auf der Station an mehreren Orten ein Alarm ausgelöst, damit das Behandlungsteam sofort reagieren kann. Ein Alarm wird auch von den Perfusoren ausgelöst, über die Medikamente verabreicht werden. Bei vielen Patientinnen und Patienten ist nach einer Operation die Gabe von Sauerstoff über eine Sauerstoffmaske oder eine Sauerstoffbrille notwendig. Weitere Schläuche und Drainagen können zum Einsatz kommen. Das können eine Magensonde oder OP-Drainagen zur Ableitung von Wundsekret sein, die regelmäßig vom Pflegeteam kontrolliert werden. Mit der Patientenglocke beim Bett können Patientinnen und Patienten das Pflegeteam rufen und Radio hören. Um die nächsten Behandlungsschritte und den Genesungsprozess zu besprechen und Fragen von Patientinnen und Patienten zu beantworten, findet jeden Tag eine Visite mit den diensthabenden Ärztinnen und Ärzten und Pflegepersonen der Intensivstation im Patientenzimmer statt. Dem Behandlungsteam ist es ein großes Anliegen, die Schmerzen so gering wie möglich zu halten. Entscheidend ist, dass Schmerzen frühzeitig erkannt werden. Für das Abfragen der Schmerzintensität verwendet das Pflegeteam eine eigene Schmerzskala. Vor der Operation sollten Patientinnen und Patienten sensorische Hilfsmittel wie Brillen, Hörgeräte, Zahnersatz und Ähnliches in einer Box oder Tasche vorbereiten, damit sie bei Bedarf von der Normalpflegestation auf die Intensivstation gebracht werden können. Patientinnen und Patienten können bereits vor einer geplanten Operation zu einem positiven Verlauf des Spitalsaufenthalts beitragen, indem sie sich möglichst fit halten. Einfache Atemübungen wie die Bauch- und Flankenatmung und moderate Bewegungen wie tägliches Spazierengehen und Kniebeugen sind ein wertvoller Beitrag zur Genesung. Ziel ist es, dass Patientinnen und Patienten möglichst rasch wieder selbst mobil und schrittweise eigenständig werden. Dabei unterstützen Physiotherapeutinnen und Therapeuten. Während des Aufenthalts unterstützt das Team der Intensivstation bei der Körperpflege. Für eine rasche Genesung können auch Angehörige einen wichtigen Beitrag leisten. Auf der Intensivstation wird empfohlen, dass nur die engsten Vertrauenspersonen die Patientinnen und Patienten besuchen, da zu viele Personen überfordern können. Auf der Intensivstation gelten besondere Hygienebestimmungen. Daher muss eine Schürze angezogen und die Händedesinfektion durchgeführt werden. Das Team der Intensivstation 13B1 ist für Sie da.